Guten Abend, verehrte Zuschauer. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu ML Mona Lisa im Zweiten. Ich hoffe, Sie sind nicht allzu traurig, dass heute Nachmittag es in Wimbledon geregnet hat, Boris Becker dadurch nicht spielen konnte. Morgen müssen Sie arbeiten, wir auch. Also wir können ihn wahrscheinlich alle nicht sehen. Aber gestern war ja ein toller Tag. Vielleicht haben Sie Steffi Graf zugesehen, als sie Martina Navratilova in blendender Manier denn doch noch schlug. Unsere Themen heute. Seit heute Gast in der Bundesrepublik Vigdis Finnbogadottir, die isländische Präsidentin. 30 Jahre Gleichberechtigungsgesetz, was hat es den Frauen wirklich gebracht? Dauerbrenner in Nord und Süd trachten für den Sommer. Und unser Kunsttipp, kostbare Schätze islamischer Kultur. Und ich freue mich, dass Mona Lisa heute zwei Gäste hat. Einmal Friedel Schreyeck, sie ist die Leiterin der Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt München. Grüß Gott und willkommen bei uns. Und dann ein Gast, der ein bisschen weiter weg ist, den wir über Leitung dank der Technik zuschalten können. Es ist der ehemalige Familienminister und heutiger CDU-Generalsekretär Dr. Heiner Geißler. Guten Abend, Herr Dr. Geißler. Guten Abend. Wie gesagt, wir alle live miteinander verbunden und unser zentrales Thema 30 Jahre Gleichberechtigung. Irgendwo mit Gleichberechtigung hat auch unser erster Filmbeitrag zu tun. Genau heute vor einer Woche ist sie zum dritten Mal gewählt worden, mit einer überwältigenden Mehrheit mit 94%. Und heute Abend landet sie in Bonn und beginnt ihren Staatsbesuch in der Bundesrepublik. Es geht um Vigdis Finnbogadottir, so ein schwieriger Name. Sie mag mir verzeihen, wenn ich Probleme damit habe. Die Frau, die einst als erste Frau der Welt überhaupt demokratisch zu einem Staatsoberhaupt gewählt wurde. Ihren ganz großen Auftritt hatte die Dame, vielleicht erinnern Sie sich, noch 1986, als sie die Gastgeberin war für Ronald Reagan und für Michail Gorbatschow. Als Vorkämpferin für die Gleichberechtigung ist sie inzwischen in der ganzen Welt bekannt und in ihrem Parlament, da sitzen immerhin 6 Damen der sogenannten Frauenliste und nach einer neuen Untersuchung ist die Frauenliste im Moment an zweiter Stelle in Island. Wir haben Vigdis Finnbogadottir in Island besucht.